Herzlich willkommen zum neuen Part dieses Let's Plays von Prince of Persia. Hier ist wieder Oliver 3911. Wir sind direkt mittendrin im Endfight gegen den Jäger. Also Endfight, es ist kein Endfight, es ist ein Zwischenfight. Verdammt. Und dieses Partgeschnitte hat mir gerade die Konzentration genommen. Aber hey, ist egal. Das kriegen wir trotzdem irgendwie hin. Der ist nämlich tot und dann ist die Sache erledigt. Ach Mann, das kommt immer zu spät, der Scheiß. Irgendwie wird er berechenbar. Okay, ich muss mir merken, dass ich in der Kombo nicht. Ach komm, jetzt gehen wir nicht auf den Platz. Wir werden nicht scheitern. Muss ich mir merken, dass ich ganz dringend während dieser Kombo nicht X drücke, weil sonst macht er jedes Mal diesen Block und das geht nicht. Ja, es ist zu vorhersehbar, wie er mittlerweile kämpft. Hier schon wieder, ich habe schon wieder nicht dran gedacht. Kommt schon, Elika! Und wieder X gebutton mashed und ja, es nähert sich dem Ende. Es nähert sich dem Ende und da ist er vorbei. Der Kampf gegen den Jäger. Oh yeah, I'm the Zwinger of the Jäger, baby. So sieht's aus. So, na dann klettern wir mal hier drüber und heilen das fruchtbare Gebiet. Da ist es nämlich. Na dann, machen wir das mal. Hätte ich eigentlich doch noch im letzten Part machen können. Elika, wo bist du? Gebiet heilen. Hallo, wofür bezahle ich dich? Ach, ist das schön. Abwarten ist nicht immer eine gute Taktik. Man muss auch mal angreifen. Ist das so? Seht euch um. Wir könnten in 5 Minuten tot sein. Wohin hätte euch das Warten dann gebracht? Lieber beim Versuch sterben als beim Warten. Ihr habt wohl recht. Wenn man etwas will, wenn man etwas wirklich will, soll man nicht abwarten. Aha. Also, worauf warten wir? Ja, Ahriman retten, ne? Darauf sollte man nicht warten. Man sollte sofort immer Ahriman in den Arsch treten. Habe ich da gerade ein Auto klappen gehört? Sind meine Eltern zu Hause? Nein. Darauf habe ich keine Lust. Ja. Oh Gott, seht euch diese ganzen Orbs an. Seht euch diese ganzen Orbs an. Nee, das war die falsche Taste. Ich wollte diese Taste hier. So, da ist es noch ein Gebiet. Wo wir jetzt mal hingehen. Oh, da ist das schwarze Tor, guck mal. Richtig, ich erinnere mich sogar an den Endkampf gegen den Jäger. Also das ist so eins der Dinge, an die ich mich noch erinnere. Sagt sie eigentlich irgendwas, wenn wir durchholen? Nee, schade. So ein Spruch wie, ey, wir können da noch nicht durch, Mann. Weil hier, fucking, können wir noch nicht durch. Ist im Weg oder so, weißt du, so das schwarze Tor. Egal. Ich sammle jetzt hier noch die paar Orbs ein. Nicht, weil ich es muss, sondern weil es gerade. Habe ich nämlich gerade Lust drauf. Ich will ja meine altbewährte Taktik nicht aufgeben, dass immer ein Part produziert wird. Und dann ein Kampf, ne? Und ich muss hier lang. Meine Mutter ist gerade nach Hause gekommen. Herzlich willkommen. Orbs. Wo lang jetzt? Ach, da lang. Das sind aber auch viele Orbs hier, ne? Das sind 45? Wie viele waren es immer? Ich hab's vergessen. Ja, 45. Brauchen wir ja nicht mehr, aber wir sammeln sie trotzdem ein. Ist gar nicht, gibt's einen Erfolg für 600 Orbs? Stimmt, oder? Wie
viel war es denn noch? Wie viel habe ich denn? Ach, ein paar fehlen uns noch. Die kriegen wir bestimmt auch noch zusammen, die 600 Orbs. Jetzt aber erstmal hier lang. So, was haben wir hier? Hier habe ich doch nur Obsidian. Müssen wir mitnehmen. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Ah. Mitnehmen. So ist gut. Ich will jetzt ja nicht wie ein Polacke dastehen, aber hey, was mitgenommen werden muss, muss mitgenommen werden. Wie gesagt, die, die auf dem Weg sind, sammle ich ein. Und die, wo ich gerade out of range habe. Ach so, ja, ich verstehe. Alter, ich muss das ganz dringend erkunden, woran das liegt. Und vielleicht ist Windows nur aufsetzen. Vielleicht ist alles, sind alle meine Probleme weg, wenn ich Windows nur aufsetze. Vielleicht doch nicht, aber hey. Das muss, ne? Wie komme ich an den da eigentlich ran? Ha, ist ja komisch. Ich habe keine Ahnung. Da ist eine blaue Kraftplatte. Vielleicht hilft die mir ja. Ist ja egal. Gehen wir noch ein Stückchen und sammeln noch ein paar Orbs dabei ein. Das ist so komisch verwinkelt hier alles. Da lang. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich gerade, was diese Stelle angeht, ein richtig fettes Déjà-vu. Habe ich das vielleicht auch noch im Livestream damals gezockt? Das kommt mir so bekannt vor. Das kommt mir gerade so extrem bekannt vor. Es gibt ja Stellen im Spiel, die habe ich komplett vergessen, aber das hier kommt mir gerade wieder richtig bekannt vor. Komisch. Ich überlege gerade, warum. Ist ja egal. So, gucken wir, ob wir den Tod kriegen. Ja, dicke. Und da haben wir noch einen Tempokiller bekommen. Jetzt können wir auch gleich nochmal nachgucken, wofür der andere Erfolg war. Ich habe 10 Gegner getötet, bevor sie erschienen sind. Und ich habe Glückwunsch. Ihr versteht es, die Angriffe des Jägers abzulenken. Okay, gut. Wer weiß, wofür der war. Auf jeden Fall habe ich ihn... Wie komme ich denn da hoch? Ah, ich sehe es. I see you. Das müsste so gehen. Und dann hier um die Ecke und dann dahin und dann... Ja, eingesammelt. Warum sind hier eigentlich immer so schwarze Löcher? Ich habe da noch gar nicht drauf geachtet, ob die weg sind, wenn man das Gebiet befreit hat, komplett. Egal. So, da lang. Durch den giftigen Schleimtod. Durch den giftigen Schleimtod. War ja klar. Warum auch nicht? Ah, scheiße. Ah, dann vielleicht doch woanders lang. Dann vielleicht da lang. Und dann wieder da lang. Und dann wieder da lang. Warum ist da überhaupt so ein Zeug? Was bringt das, wenn es da ist? Egal. Ist das da das... Ist das doch schon das Gebiet? Wo ist denn das Gebiet? Ach, da oben. Da oben ist es, das Fruchtbare. Ich nehme an, ich muss wieder den komplizierten Weg gehen. Ja, warum auch nicht? Warum können die hier nicht einfach eine gelbe Platte hinbauen, wo man dann direkt nach oben kommt? Nein. Warum denn? Wäre ja Schwachsinn. Würde man es ja den Reisenden viel zu einfach machen. Alle Reisenden, die das fruchtbare Gebiet besuchen wollen, können natürlich an Wänden langlaufen und diese Kraftplatten, überhaupt die Kraftplatten benutzen, ne? Alle, ja, komplett. Das Gefühl, beobachtet zu werden? Ich spüre nichts. Dann sollten wir wohl rüber, solange es sicher ist. Whatever. Da lang sagt sie, da lang müssen wir da lang. Was für Flüsse? Hier gibt's Flüsse? Ey, das ist aber auch mal gerade ein geiles Gebiet hier, wenn man mal so runterguckt, ne? So ziemlich tief und so, bla, ne? Aber wenn er schon sagt, wir sollten weiterziehen, dann ziehen wir mal weiter. Vielleicht sollte ich doch wieder eine andere Webversion installieren. Vielleicht kommt aber Media mit diesem am Stück aufgenommen nicht zurecht. Das deswegen ja ständig dieses Out of Range eintritt. Ich kann es mir weit nicht vorstellen, aber pfuh, passieren könnte es ja. Unten durch und dann mal gucken, wie es weitergeht. Geht weiter. Geht weiter. Warum bist du meine Frau? Ich habe Städte gesehen mit goldenen Dächern, bunten Tempeln. Es gab Farbe hier. Die Uniformen der Soldaten bei den Paraden. Die Stände der Händler an Markttagen. Tolles Argument. Gab es einen Markt?
Mitten in der Wüste? Was gab's zu kaufen, Sand? Händler kamen zu Hunderten mit Nahrung, Stoffen, Gewürzen. Dann wurde Arimans Stimme lauter, die Leute flohen. Und es gab keinen Grund mehr für die Händler, hierher zu kommen. Ja, doch, das Volk zur Rückkehr bewegen. Sie werden kommen. Seit 1000 Jahren bewachen wir eine Legende. Jetzt wissen sie, dass die Gefahr real ist. Die guten Leute, die Pflichtbewussten, sie werden zurückkehren. Bist du dir da sicher? Bevor wir bemerkt werden. Ja, weiß nicht, irgendwie bin ich gerade ganz stark da dran, jetzt den Part hier zu beenden. Den Part hier einfach mal zu beenden, auch wenn es schon ein bisschen früher ist. Ihr habt das Königreich gesehen. Es ist schön, aber es verzeiht einem sicher keine Nachlässigkeiten. Ah, auch eine wichtige Information, ne? Wir können das schaffen. Nö. Wir können es wirklich schaffen. Ihr seid ziemlich fit, meine Prinzessin. Warum bleiben wir nicht einfach ein bisschen hier stehen? Ja, das ist eine gute Idee. Und ich brauche neue Schuhe und neue Füße. Können wir mal rasten? Nur wenn ihr wollt, dass die Welt ins Dunkel fällt. Wir rasten. Bereit weiterzugehen? Alter, die wollen alle weitergehen, das geht doch nicht. Nee, wir machen jetzt an dieser Stelle mal einen Cut. Ich werde jetzt das Zeug erstmal schneiden und vielleicht finde ich sogar heraus, wo die Bugs herkommen. Vielleicht doch nicht, ist egal. So, ich speichere jetzt einfach mal... ich lege jetzt keinen neuen Server. Ich nehme aber mal den hier. Spielstand bestätigen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin Oliver 311 und bis dann. Und verzeiht mir, die 3 Minuten hänge ich vielleicht irgendwann mal wieder drauf oder vielleicht auch nicht. Tschüss!